Herzlich willkommen zur dritten Folge zum Thema »So kommst du raus aus dem Drama-Dreieck«. Im ersten Video ging es um den Zustand des Getriggertseins im Zusammenhang mit dem Drama-Dreieck und im zweiten Video standen Interaktionen mit unserem Umfeld im Mittelpunkt, also ob wir Bestätigung für unseren Opferstatus und so weiter suchen oder ob wir offen für konstruktives Feedback sind. Der Titel dieses Videos stammt aus dem sogenannten Gestaltgebet von Fritz Perls. Perls war einer der Begründer der Gestalttherapie und der vollständige Text des Gestaltgebets lautet folgendermaßen: Ich bin ich, du bist du. Ich bin nicht auf dieser Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen. Du bist nicht auf dieser Welt, um meine zu erfüllen. Du bist du, ich bin ich. Wenn wir uns in irgendeinem Moment oder irgendeinem Punkt treffen, wird es wunderbar sein. Wenn nicht, kann es nicht verhindert werden. Mir fehlt es an Liebe mir selbst gegenüber, wenn ich mich in dem Versuch, dir zu gefallen, betrüge. Mir fehlt es an Liebe für dich, wenn ich versuche zu erreichen, dass du wirst, wie ich es will, anstatt dich so zu akzeptieren, wie du wirklich bist. Du bist du und ich bin ich. Das schon mal als Einstieg in das heutige Thema. In diesem Video werden unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Die Dynamiken des Drama-Dreiecks ergeben sich ja auch dadurch, dass wir unbefriedigte Bedürfnisse auf andere projizieren. Wir gehen dann davon aus, dass wir diese Bedürfnisse selbst nicht erfüllen können, obwohl wir es eigentlich könnten, und deshalb von anderen abhängig sind. In diesem Bereich sind wir dann quasi noch wie kleine Kinder, die ja tatsächlich noch komplett von Erwachsenen abhängig sind. Auf das tatsächliche Alter kommt es hier übrigens nicht an. Es gibt zum Beispiel auch den Fall, dass erwachsene Eltern von ihren Kindern abhängig sind. Das ist bei Parentifizierung der Fall. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Wenn sich erwachsene Eltern zum Beispiel von ihren noch nicht erwachsenen Kindern ständig Geld leihen oder die Verantwortung für die eigenen Eltern an ihre Kinder übertragen oder die Kinder den kompletten Haushalt machen lassen und so weiter, dann besteht da auch eine Abhängigkeit, weil sich die Erwachsenen selbst nicht in der Lage dazu fühlen, diese Verantwortung, die ihnen eigentlich zukommen würde, selbst zu übernehmen. Wir müssen also die Anteile von uns, die immer wieder in dieses Abhängigkeitsverhältnis zurück wollen, bewusst nachreifen lassen. Wenn wir also überzeugt davon sind, dass wir im Hinblick auf bestimmte Bedürfnisse unfähig sind, für diese als ein erwachsener, unabhängiger Mensch Verantwortung zu übernehmen und uns in der Folge von einer anderen Person abhängig machen, dann begeben wir uns mitten ins Drama-Dreieck. Das Ding ist, dass wir auch reife Teile haben. Es kann sein, dass wir beruflich total souverän sind, eine Rakete ins All fliegen oder eine Firma leiten können, aber sobald wir in eine bestimmte Situation geraten, zum Beispiel im privaten Umfeld eine Grenze setzen müssen, sind wir wieder ein kleines Kind, das Angst hat, verlassen oder bestraft zu werden. Üblicherweise gibt es also bestimmte Bereiche, in denen unser emotionales Alter weit unter unserem tatsächlichen Alter liegt. Und wenn wir in diese Bereiche gelangen, rutschen wir sofort ins Drama-Dreieck. Obwohl wir in ganz vielen anderen Bereichen dazu in der Lage sind, auch in schwierigen Situationen erwachsen und souverän zu agieren. Es geht also darum, diese Bereiche ausfindig zu machen und an unseren Überzeugungen und unserem Blick auf die Welt zu arbeiten, sodass wir in Situationen, die uns in diese Bereiche führen, nicht standardmäßig ins Drama-Dreieck stürzen. Aber wie können wir diese Bereiche ausfindig machen? Wir können uns überlegen, welche Emotionen in uns aufsteigen, wenn wir getriggert sind. Ein Trigger ist quasi unser inneres Kind, das schreit, dass es beschützt werden will. Und wenn wir uns nicht selbst schützen, wenn wir keine Grenzen setzen oder wenn wir uns nicht gut um uns und unsere Bedürfnisse kümmern, dann bricht sich die Emotion Bahn und wir geben die Verantwortung dafür, eigene Grenzen zu setzen und eigene Bedürfnisse zu befriedigen, an jemand anderen ab. Da gehört sie aber nicht hin. Und wir erwarten dann von dieser anderen Person, dass sie uns in den Bereichen beschützt, in denen wir diesen Job nicht selbst übernehmen. Irgendeiner muss es ja machen. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr getriggert werdet, wenn ihr der Auffassung seid, dass jemand sich moralisch falsch verhält. Dann fallt ihr in den Tätermodus. Und euer Gegenüber kommt dann da nicht raus. Alles, was dann von eurem Gegenüber kommt, erklärt ihr für unzulässig und schlichtweg unwahr. Nur ihr habt recht. So etwas lernt man schon als Kind. Und dann kann es eben sein, dass dieser Selbstanteil nie richtig erwachsen wird. Und jedes Mal, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, versuchen wir unser Gegenüber zu ändern. Dabei wäre der sinnvollere Ansatz, Grenzen zu setzen und nicht ewig zu diskutieren, um den anderen quasi zu bekehren. Das wird nicht funktionieren.
sieht man auch in sämtlichen Kommentarspalten in Social Media. In diesem Fall müsst ihr also lernen, Grenzen zu setzen, anstatt den anderen dazu nötigen zu wollen, mit einem bestimmten Verhalten aufzuhören. Zum Thema Grenzen setzen habe ich schon eine ganze Serie gemacht. Das Ding ist, dass wir vielen Menschen begegnen, mit denen wir schlichtweg nicht kompatibel sind. Das heißt, dass wir zum Beispiel bestimmte Wertvorstellungen einfach nicht teilen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sollten aber nicht erwarten, dass sich Menschen für uns ändern. Das ist zu viel erwartet. Deshalb ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Wertvorstellungen und eine ähnliche Art zu kommunizieren und so weiter haben, wenn uns das wichtig ist. Es gibt Menschen, die zum Beispiel indirekt kommunizieren und das auch nicht ändern wollen. Das ist teilweise auch kulturell bedingt. In bestimmten Kulturen, und zwar in ziemlich vielen Kulturen, ist es total üblich, indirekt zu kommunizieren und alles andere wäre sehr unhöflich. Und das ist vollkommen okay. Wenn jemand sich für diese Art der Kommunikation entscheidet, ist das sein absolutes Recht. Wenn ihr jemand seid, der eine direkte Art zu kommunizieren vorzieht, dann solltet ihr Menschen suchen, die das ebenfalls tun. Wenn ihr eure Art zu kommunizieren und eure Art, euer Leben zu führen, auf andere projiziert, wird das immer zu Problemen und Konflikten und mitten ins Dramadreieck führen. Ihr könnt von anderen nicht erwarten, dass sie sich so verhalten, wie ihr das fordert. Ihr müsst Menschen, die eure Werte und euren Kommunikationsstil teilen, aktiv suchen, denn ihr könnt Menschen nicht ändern. Oftmals hoffen wir, das irgendwie zu lernen, also andere Menschen zu ändern und zu kontrollieren. Und es gibt ja auch tatsächlich Manipulationstechniken und so weiter. Aber darauf kann keine gesunde Beziehung basieren. Und das ist immer Stress. Es gibt ja auch Coaches, die solche Techniken vermitteln. Aber das ist dann quasi das Erlernen oder Zementieren von Drama-Dreieck-Dynamiken. Aber auch hier gilt, wer das möchte, kann das tun. Im Zusammenhang mit den Bindungsstilen gibt es auch oft den Wunsch, einen Partner, der zum Beispiel emotional nicht gerade zugänglich ist, zu ändern. Man möchte mit jemandem zusammen sein, der emotional verfügbar ist. Und dann denkt man sich, okay, wenn ich nur genug über seinen Bindungsstil und seine Muster weiß, kann ich ihn retten und er wird so, wie ich ihn haben möchte, wie ich ihn brauche, dann kann er mir meine Bedürfnisse erfüllen. Aber so funktioniert das nicht. Andere Menschen haben jegliches Recht dazu, so zu sein, wie sie sind, auch wenn uns das nicht passt. Solange sie nichts Ungesetzliches tun, können Menschen sich so verhalten, wie sie wollen. Ich weiß, das klingt hart und vielleicht auch grausam, aber das ist Freiheit. Wenn wir mit jemandem zusammen sein wollen, der emotional verfügbar ist, sich uns gegenüber also auch irgendwie öffnen kann, präsent sein kann und auch Nähe zulassen kann, dann müssen wir jemanden suchen, der so ist. Wir können nicht erwarten, dass jemand, der überhaupt nicht so ist, für uns so wird. Es kann natürlich trotzdem passieren, aber das wird selten sein. Also natürlich kann es sein, dass jemand von sich aus an allen möglichen Dingen arbeitet, aber das können wir nicht von unseren Mitmenschen erwarten. Was wir tun können, ist Grenzen setzen und uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Wenn es euch also sehr wichtig ist, dass die Menschen in eurem Umfeld euch nahe sind, dass sie sich öffnen können und so weiter, dann ist das total legitim. Aber für jemanden, der nicht so ist, ist das auch total legitim. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu ändern. Es ist unsere Aufgabe herauszufinden, was uns wichtig ist, welche Werte und Bedürfnisse wir selbst haben und dann in Verbindung mit Personen zu treten, die diese Werte teilen und die auch in puncto Bedürfnisse zu uns passen. Wenn wir also zum Beispiel ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Austausch haben, dann ist eine Person, die dieses Bedürfnis teilt, ein guter Freund oder eine gute Freundin bzw. Partnerin oder Partner. Ich gehe ja auch nicht in einen Baumarkt, um dort Kirschen zu kaufen. Da werden alle Beteiligten enttäuscht oder unglücklich. Die Leute, die im Baumarkt arbeiten und euch keine Kirschen bieten können und natürlich ihr selbst. Und nochmal, es ist nicht die Aufgabe der Baumarktmitarbeiter, für euch Kirschen zu besorgen, nur weil ihr das wollt. Es ist eure Aufgabe, in einen Laden zu gehen, in dem es Kirschen gibt. Es ist also ganz wichtig, dass ihr herausfindet, welche Vorlieben und Werte ihr habt. Was ist euch wichtig? Was sind eure Kirschen? Und gleichzeitig müsst ihr auch respektieren, dass andere Menschen eure Vorlieben und Werte nicht teilen. Sie haben jedes Recht der Welt, gänzlich andere Werte und Vorlieben zu haben, auch wenn diese noch so ungesund, dysfunktional und problematisch zu sein scheinen oder auch tatsächlich sind. Solange das Ganze nicht ungesetzlich ist, und das ist natürlich schon ein entscheidender Faktor, solange also alles legal ist, darf jeder so blöd und unmoralisch und dysfunktional sein, wie er oder sie will. Das zu akzeptieren,
Das ist das Gegenteil der Täterrolle. In der Täterrolle sind wir ja der Überzeugung, dass es nur eine Wahrheit gibt, nämlich die eigene, und alles, was dieser Wahrheit nicht entspricht, ist absolut falsch. Und wenn ihr der anderen Person endlich beweisen könnt, dass eure Wahrheit die richtige ist, dann muss die andere Person ja das endlich kapieren und ihre Meinung ändern. Das ist die Täterrolle. Aber das ist nur eine Fantasie. So funktioniert das natürlich nicht, weil jeder das Recht hat, das zu denken, was er oder sie will. Ihr dürft das Verhalten oder die Wertmaßstäbe einer anderen Person natürlich so blöd finden, wie ihr wollt. Das ist wiederum euer Recht. Und ihr müsst mit dieser Person ja auch nicht befreundet sein. Ihr müsst diese Person nicht mögen oder sonst etwas. Und auch im Hinblick auf das Drama-Dreieck gibt es diese Freiheit. Wir haben keinen Anspruch darauf, jemand anderen aus dem Drama-Dreieck herauszuzwingen. Dann sind wir ja selbst mittendrin, denn dann sind wir ja der Auffassung, dass es uns nur gut gehen kann, wenn der andere nicht mehr im Drama-Dreieck ist. Und das ist ja das Wesen des Drama-Dreiecks. Aber jeder, der das Recht hat, das Recht darauf, im Drama-Dreieck zu sein und auch zu bleiben. Als Erwachsene sind wir nicht das Opfer dieser Personen. Wir machen uns zum Opfer, wenn wir jemanden zu einem anderen Verhalten zwingen wollen. Abgesehen von Gesetzen gibt es keine Regeln, wie jeder Mensch zu sein hat. Es gibt natürlich auch solche Dinge wie soziale Erwartungen, aber ob jemand diesen gerecht wird, ist die Entscheidung der jeweiligen Person. Das anzuerkennen ist nicht leicht, aber es ist wahnsinnig befreiend. Und je früher wir das verinnerlichen, desto weniger anstrengend wird unser Leben. Denn andere ständig ändern zu wollen, ist unglaublich anstrengend. Das kostet uns unsere komplette Energie. Andere Menschen haben also das Recht, im Drama-Dreieck zu sein. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Jeder darf sein komplettes Leben im Drama-Dreieck verbringen. Wenn das jemand möchte, kann er es einfach tun. Und wenn ihr das ändern wollt, seid ihr wiederum im Drama-Dreieck, weil ihr ja dann euer Wohlergehen von der Änderung seines Verhaltens, also von der Änderung dieser anderen Person, des Verhaltens dieser anderen Person abhängig macht. Solange keine Gesetze gebrochen werden, dürfen Menschen im Drama-Dreieck sein. Sie dürfen so narzisstisch sein, wie sie wollen, solange sie nicht das Gesetz brechen. Es gibt kein Gesetz, das selbstherrliches Verhalten verbietet. Leute, die sich ständig selbst bemitleiden, dürfen das tun. Das ist nicht gesetzlich verboten. Angeber dürfen angeben. Lügner dürfen lügen, solange sie kein Gesetz brechen. Menschen dürfen anderen die Schuld für alles Mögliche in die Schuhe schieben und sich selbst als Unschuldslamm darstellen. Menschen können sich ganz furchtbar verhalten. Solange kein Gesetz gebrochen wird, ist das alles nicht verboten. Krass, oder? Heißt das, dass wir mit solchem Verhalten einverstanden sein müssen? Nein, natürlich nicht. Es gibt eine Menge Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin und die trotzdem gesetzlich erlaubt sind. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um damit umzugehen, ist, da nicht mehr mitzumachen, den Kontakt zu dieser Person einzustellen, wenn nichts anderes sich tut. Wir müssen nicht mit einem Narzissten zusammen sein, wir müssen nicht mit einem Lügner befreundet sein, wir müssen nicht weiterhin mit Menschen interagieren, die uns ständig die Schuld für alles in die Schuhe schieben. Macht euch also bewusst, was euch wichtig ist, und dann orientiert euch daran und kalkuliert nicht damit, dass eine Person sich für euch ändert. Ich habe mal in einer Zeitungsredaktion gearbeitet, in der die Chefredakteurin Alkoholikerin war, und es war eine sehr stressige Zeit. Die Chefin hat viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem eine Volontärin zur Sau gemacht und sich unmöglich verhalten. Ich habe nach einigen Monaten auch gekündigt. Das ist jetzt schon knapp 15 Jahre her und ich habe damals wirklich mit mir gerungen, weil ich da ja immerhin mein Geld verdient habe. Aber ich habe sehr bald angefangen, nach einem neuen Job Ausschau zu halten, also echt nach wenigen Wochen. Und als ich dann einen gefunden habe, habe ich sofort gekündigt. Ich wusste, dass ich meine Chefin nicht ändern konnte, aber ich wusste gleichzeitig, dass ich eine andere Arbeit finden würde. Und die war dann auch sehr viel schöner und ich habe dort viele Jahre lang gearbeitet. Mir war es wichtig, dass eine Chefin oder ein Chef einen hohen Grad an Stabilität bietet, eine Verlässlichkeit. Die ständig wechselnden Launen meiner alten Chefin mit dem Alkoholproblem waren für mich keine Option. Und an dem Arbeitsplatz, den ich danach hatte, habe ich explizit darauf geachtet, dass das erfüllt ist. Ich habe im Vorfeld auch mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und konnte deshalb einen recht guten Eindruck gewinnen, der sich dann auch bestätigt hat. Und meine spätere Chefin war tatsächlich kein bisschen launisch oder gar unberechenbar. Das heißt, ich war da null gestresst. Und gerade im Hinblick auf Beziehungen oder Freundschaften können wir viele Dinge eben auch schon ganz früh klären. Wenn wir zum Beispiel ein großes Problem mit indirekter Kommunikation haben, können wir das unserem Gegenüber mitteilen.
anrufen und dann gucken, was passiert. Falls die Person uns dann versichert, immer total direkt zu kommunizieren, das kann ja bei jemandem, der konfliktscheu ist und eben indirekt kommuniziert, durchaus auch der Fall sein, dass sie behauptet, sehr direkt zu kommunizieren. Aber falls sie sich dann anders verhält, müssen wir da eben wiederum unsere Konsequenzen daraus ziehen. Das ist unsere Freiheit. Wir können aber nicht erwarten, dass die Person sich für uns ändert. Wir sollten also nach Menschen Ausschau halten, die mit uns kompatibel sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie all unsere Ansichten und Vorlieben exakt teilen müssen, aber in wichtigen Punkten sollten wir schon kompatibel sein. Es gibt da draußen vielleicht auch Leute, die Menschen toll finden, die so ganz anders sind als sie selbst, die da irgendwie ein Abenteuer drin sehen. Wer das mag, kann natürlich auch das tun. Aber wir sollten nie erwarten, dass sich jemand für uns ändert. Andere sind nicht dazu verpflichtet, es uns recht zu machen, nur damit wir es uns ersparen können, Grenzen zu setzen. Wir sind dafür verantwortlich, unsere eigenen Grenzen zu respektieren. Wenn also jemand wiederholt eure Grenzen nicht respektiert, solltet ihr eure Grenzen respektieren und von dieser Person weggehen. Ihr solltet dieser Person eure Grenzen natürlich explizit mitteilen. Oftmals sind sich Menschen auch nicht der Grenzen des Gegenübers bewusst. Das ist auch normal. Erwartet also nicht, dass euer Gegenüber weiß, wo eure Grenzen liegen, wenn ihr sie ihm noch nicht mitgeteilt habt. Jeder hat andere Grenzen. Implizit zu erwarten, dass der andere das doch wissen muss, also meine Grenzen kennen muss, ist der Weg ins Dramadreieck. Denn dann wollt ihr ja, dass die andere Person euer unausgesprochenes Bedürfnis erfüllt, nämlich diese Grenze einhält. Und wenn er oder sie das nicht tut, beschuldigt und beschämt ihr die Person, um eine Verhaltensänderung zu erzwingen, damit es für euch passt. Das ist Drama. Klar zu artikulieren, was einem wichtig ist und auch die eigenen Grenzen zu setzen und selbst zu respektieren, das ist der Weg raus aus dem Drama-Dreieck. Es geht also darum, herauszufinden, was wir eigentlich wollen, welche Bedürfnisse wir haben, was uns wirklich wichtig in der Beziehung ist. Und das dann von Anfang an klarzustellen. Und auch wenn ihr Bedürfnisse habt, bei denen ihr denkt, oh je, das ist vielleicht zu viel, dann solltet ihr das trotzdem klar artikulieren und nicht versuchen, den anderen in etwas hinein zu manipulieren. Schaut also immer, welche Bedürfnisse ihr immer noch auslagern wollt und komplett in die Hände einer anderen Person legen wollt. Und dann überlegt, wie ihr diesem Bedürfnis selbst gerecht werden könnt und achtet darauf, dass ihr dieses Bedürfnis anderen gegenüber auch immer klar artikuliert. Das ist nicht die Formel für ein einfaches Leben, sondern für ein Leben außerhalb des Dramadreiecks. Und wenn andere ihr Leben im Dramadreieck verbringen wollen, dann lasst sie. Das ist okay. Selbst wenn ihr diese Menschen liebt und sie euch sehr nahe stehen, überlegt dann, wo ihr eure Grenzen setzt, sodass ihr nicht zusammen mit diesen Leuten im Dramadreieck schmoren müsst. Jeder darf sein Leben im Dramadreieck verbringen. Ihr müsst es nicht tun, wenn ihr das nicht wollt. Das ist eure Entscheidung. So, das war's für heute. Vielleicht haben einige Inhalte einige von euch ganz schön getriggert. Das ist auch okay. Man darf auch mal getriggert sein und sich über jemanden oder etwas ärgern. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.